Ja, ich bin stolz auf das Auto. Ich hätte nie gedacht, dass wir als kleiner ehrenamtlicher Verein sowas bekommen würden. Ja, sehr schön, dass die Initiative von der Brunner Werbung ausgegangen ist. Und wir sind froh damit, weil wir doch einige 1000 Kilometer im Jahr fahren müssen. Gerade unsere Einsatzleiterin, die Koordinatorin, die Frau Steinbrenner. Mit dem Auto sind wir also sehr, sehr mobil. Fahren überall hin und passt einfach. Ich finde die Arbeit der Hospizgruppe bewundernswert. Diese Begleitung von Sterbenden. Ich habe selbst erlebt, wie mein Vater begleitet worden ist. Toll, ohne jede Gegenleistung kommen die tagsüber und besuchen die Sterbenden zu Hause und in den Pflegeheimen. Und genau das wollte ich auch unterstützen. Das ist auch ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit, dass das Auto so, ja, sichtbar ist. Die Hospizgruppe ist drauf und alle anderen, die es unterstützt haben, auch. Also ich sehe halt auch einen großen Vorteil darin, dass man nicht immer aufs eigene Fahrzeug angewiesen ist. Mobilität ist einfach wichtig, weil die Sterbenden ja oft einfach zu Hause sind. Und da ist es wichtig, dass man die halt gut erreichen kann. Und um die Leute, die das eh ehrenamtlich machen, nicht noch über Gebühr zu belasten, dass das eigene Fahrzeug noch gebraucht werden muss, ist es sicherlich sinnvoll, da ein oder zwei Fahrzeuge bereitzustellen. Segne dieses Fahrzeug! Also das ist ein richtiger Hingucker, unser Auto, und wir sind auch richtig stolz drauf. Also es ist immer gut, wenn gemeinnützige Sachen unterstützt werden, wenn gemeinnützige Vereine, die einfach zu wenig Geld haben, um sich selbst irgendwie zu tragen, eine Unterstützung kriegen. Ich hoffe und wünsche, dass andere Umgebungen bei der Hospiz das auch machen, dass ich sage, hier, wir bewerben uns mal oder schreiben die mal an, die Firma, vielleicht kann man uns auch was zukommen lassen.